Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf meinem Kanal Queen of Cup Tarot. Willkommen zu dieser Legung für euch, liebe Steinböcke, zum Thema Liebe für den ersten Monat des neuen Jahres, Januar 2024. Ich schaue mir hier an, ja, was die Liebe für euch in petto hat, womit du rechnen darfst, und es wird spannend. Beachte bitte, es handelt sich um eine allgemeine Kartenlegung. Wenn du deine Energie hier nicht fühlst, die Situation nicht passend ist, schaue gerne in die Legungen zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen hinein. Diese Legungen sind üblicherweise auch immer sehr treffend und stimmig. Und vergiss bitte nicht, mein Video zu liken, zu kommentieren. Und falls du es noch nicht gemacht hast und dich hier wohlfühlst bei mir, freue ich mich auch darüber, wenn du meinen Kanal abonnierst. Private Kartenlegungen sind ab dem 2. Januar wieder buchbar bei mir. Wenn du Interesse daran hast, dir die Karten von mir persönlich legen zu lassen, ich auf deine persönlichen Fragen in Ruhe und ausführlich eingehen darf, dann klicke gerne auf die Infobox unterhalb des Videos und dort findest du alles, was du wissen musst. Und ich bitte nun das Universum um Botschaften für meine Steinböcke zum Thema Liebe für den Monat Januar. Danke. Ich ziehe zuallererst eine Signifikatorkarte. Deine Energie, dein Thema für den Monat Januar. Wir schauen einfach mal. Und dann geht's mit dem Tarot weiter. Okay, lieber Steinbock, wir starten. Strategie. Mir kommt ganz stark rein, dass deine Pläne, so wie sie bisher waren, so wie sie für dich ausgelegt waren oder wie du dir etwas, eine Situation, deine Beziehung dir erhofft und erwünscht hast, dass all diese Pläne nicht funktioniert haben. Mir kommt ganz stark rein, dass du etwas nicht loslassen möchtest oder etwas bekommen möchtest, beides möglich. Und hierfür nehme ich dich als strategisch mit Plan wahr. Möglicherweise nicht so viel im Herzen, sondern eher im Kopf. Wir schauen mal weiter. Und mit den 7 der Kelchen spiegelt sich das genau wieder, was ich gerade gesagt habe, nämlich du möchtest etwas haben, oder du möchtest etwas nicht hergeben. Du musst dich aber irgendwie entscheiden für eine Richtung, die du einschlägst. Oder aber dein Gegenüber steht vor einer Entscheidung und du versuchst strategisch und klug diese Entscheidung zu beeinflussen zu deinen Gunsten.
Ich wünsche mir hier noch eine Karte, bitte. Vielleicht musst du dich auch entscheiden zwischen Liebe und Stabilität, zwischen Loslassen und Festhalten, zwischen zwei Personen oder aber das ist dein Gegenüber. Ich nehme in der Verbindung, in der du steckst, wahr, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Entweder für oder gegen. Das können Personen sein, das können Lebensumstände sein, Situationen sein, Energien sein, Liebe, Stabilität. Und ich glaube, vielleicht ist es sogar dein Gegenüber, du weißt davon und du planst irgendwie eine Strategie, um die Entscheidung deines Gegenübers möglicherweise zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Die Karten raten dir hier im Januar aus einem Teufelskreis der negativen Gedanken, der schlechten Gedanken, der schlechten Energien auszusteigen. Und auch hier brauche ich bitte noch eine Karte. Auch hier zwei Deutungsmöglichkeiten. Was darfst du vermeiden? Das ist hier die Position der Karten. Du darfst aus diesem Gedankenkarussell erstmal herauskommen. Befreie dich von allen schlechten Gedanken, die dich umgeben. Sorge dafür, dass du gut schläfst. Sorge dafür, dass du ruhig bist, dass du gelassen bist, dass du bei dir bist. Sorge auch dafür, nicht wechselhaft zu sein in den Dingen, die du sagst oder in den Dingen, die du für richtig befindest, was deine Taten angeht. Bleibe standhaft. Das ist das, was mir reinkommt. Also wenn du sagst, ich mache jetzt A, dann bleibe auch dabei und entscheide dich nicht um, weil du dir vielleicht zu viele Gedanken gemacht hast, ob A wirklich wichtig oder richtig ist, und ich doch hättest lieber B machen sollen. Bleibe bei deinen Entscheidungen. Wechsel nicht zu sehr das Ufer in Bezug auf Handlungen, Worte und bleibe bei dir und komme aus diesen negativen Gedanken heraus. Konzentriere dich auf das, was du möchtest, auf das, was dein Herz erfüllt. Konzentriere dich darauf, was du von der Liebe erwartest, was du bereit bist, in eine Beziehung zu investieren, was du aber auch zurückerwartest. Ich glaube, da geht es auch noch mal so ein bisschen um eine Bestandsaufnahme deiner selbst. Was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Was brauchst du, um lieben zu können? Wie liebst du? Was wünschst du dir? Was bist du bereit zu geben? Das nehme ich hier so ein bisschen wahr, dass du dir hier nochmal Gedanken drüber machst. Mit dem Turm als Tendenz kann hier eine Erkenntnis zu dir gelangen, eine tiefe Erkenntnis, die dich einmal bis ins Mark erschüttert. Ein Blitz, der dich trifft, es wird dir klar, was du möchtest, was du vielleicht nicht mehr möchtest. Es wird dir klar,
wo du Energien falsch hast hinfließen lassen. Es wird dir klar und du bekommst die schmerzhafte Erkenntnis. Der Turm ist oft mit einer schmerzhaften Erkenntnis verbunden, dass vielleicht deine Strategie nicht aufgeht, dass die Entscheidung nicht zu deinen Gunsten fällt. Es wird dir vielleicht auch klar, dass das, was du bisher für Liebe gehalten hast, nicht Liebe ist. Dein Gegenüber ist im Rückzug, ist auch ganz bei sich, schaut sich seine Themen an, seinen Weg, was er möchte, was ihn glücklich macht, wohin es gehen soll. Man versucht hier aus der Dunkelheit herauszukommen. Man versucht hier, dieser Mensch versucht hier für sich einen Weg zu finden, glaube ich, das Licht wieder zu sehen. Einen Weg zu finden, wieder leicht und glücklich zu sein. Ich nehme hier möglicherweise eine spontane und schnelle Kommunikation wahr zwischen euch. Eine Kommunikation über Chancen, die man vielleicht noch miteinander hat, wie man Situationen gerade biegen kann. Oder Chancen, die man vielleicht auch ohne einander hat. Und dein Gegenüber möchte irgendwas bewegen. Und diese Chance kann entweder für euch sein, diese Chance kann aber auch sein, also dass hier irgendwie es muss eine Entscheidung gefällt werden und es muss sich etwas bewegen in eurer Verbindung. Und auch du darfst hier für dich im Monat Januar einmal in die Innenschau gehen. Und bei allem Schmerz, den du vielleicht fühlst, dich fragen und hinterfragen, ob das, was bisher war, dich so erfüllt hat. Ihr Lieben, das war eure Legung für den Monat Januar. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Wieder hören und ich wünsche euch bis dahin erstmal eine schöne Zeit und schicke euch alles Liebe und einen guten Start in das neue Jahr.